Dürfen moralisch gefragt inoffizielle Mitarbeiter der Stasi wieder in der Lokalpolitik Ämter besetzen und wieder wichtige Funktionen in der Stadtpolitik übernehmen? Der Fall Ilona Friedland brachte die Stasi-Diskussion wieder in Gang. Ein bitterer Abend für die Demokratie in der Havelstadt. Mit Ex-Stasi-IM Dirk Stieger, damals Deckname Bergmann, kehrt ein Mann zurück in die SVV, der 2009 wegen seiner Stasi-Tätigkeit die SVV verlassen musste. Er hatte gegen Ende der DDR-Zeit Stubenkollegen beim Militärdienst wegen Abhörens von Westradio, dem RIAS Berlin, angeschwärzt. Noch viel gravierender liegt der Fall bei Ilona Friedland. Als IM Monika hatte sie über 6 Jahre hinweg Freunde und Bekannte für die Stasi bespitzelt. Und zwar im Zeitraum zwischen 1978 und 1984. Der traurige Höhepunkt ihrer Stasi-Karriere: für einen durchgeführten Auftrag hat sie sogar Geld bekommen und dies auch noch quittiert. Dieser Beleg liegt den Medien vor. Immer wieder hat sie versucht, sich herauszureden. Sie soll auch noch für weitere Einsätze Geld aus der Stasi-Kasse erhalten haben. Die Linke zeigte bei der Kandidatenaufstellung also wenig Fingerspitzengefühl. Ilona Friedland hätte nie aufgestellt werden dürfen. Fatal ist, dass sie auch noch zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Linken gewählt wurde und den Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss übernimmt. Erneuerung sieht anders aus. Die SVV fällt damit hinter ihre eigenen moralischen Wertmaßstäbe zurück, die 2009 aufgestellt wurden. Das Argument, die beiden seien gewählt worden, zieht übrigens auch nicht. Sowohl Friedland als auch Stieger kandidierten auf den Spitzenplätzen ihrer Parteien. Diejenigen, die auf Nummer 1 der Liste standen, wurden immer gewählt. Das zeigen die Erfahrungswerte. Die Parteien müssen sich Gedanken darüber machen, wie sie solche Entscheidungen moralisch vor den Opfern der Stasi-Willkür vertreten können. Wie gesagt, kein guter Abend für die Demokratie.